Kraftjugger sind wohl das schillerndste Paar im Sport-Olymp. Bastian wird mit der Nationalelf 2014 Fußball-Weltmeister und Anna gewinnt 2008 die French Open und führt wochenlang die Weltrangliste im Tennis an. Mittlerweile hat sich das Paar, das sich 2016 das Jawort gibt, aus dem Profisport verabschiedet und schenkt den gemeinsamen Söhnen Luca und Leon seine volle Aufmerksamkeit. Wobei, so ganz kann ein ehemaliger Spitzensportler wohl nie mit dem Training aufhören. Die 33-Jährige zeigt sich nämlich nur zu gerne beim Joggen, Radfahren oder schweißtreibendem Workout auf der Yogamatte. Und eines fällt da sofort ins Auge: Anas ellenlange Beine, von denen man meinen könnte, sie reichen bis zum Himmel. Und die kommen nicht nur in knappen Sporthosen gut zur Geltung, sondern auch im eleganten Dress, wie der neueste Schnappschuss der gebürtigen Serbin beweist. Als Lady in Red ist sie ein echter Hingucker. Das rote Samtkleid mit Rollkragen ist ganz schön kurz und gewährt freie Sicht auf ihre endlosen Beine. Zum Sitzen ist dieses knappe Teilchen wohl eher nicht gemacht. Anna sieht aus wie ein sexy Santa. Und das rote Samtkleid lässt sogar den Schnee schmelzen. Mit ihren 1,84 Meter ist die Ehefrau von Fußballprofi Bastian Schweinsteiger ohnehin eine Erscheinung. Nun kombiniert sie zum Minikleid noch diese eleganten High Heels. Zum Foto schreibt Anna: Damals, als wir noch essen gehen konnten, anziehen kann sich so gut anfühlen. Aha, das Foto scheint also schon ein paar Tage alt zu sein. Na, wenn es dann mal nicht Zeit wird, dieses Kleid für die Festtage wieder aus dem Kleiderschrank zu holen. Denn als Anna ihre Fans fragt, wie gefällt euch das Outfit, wird die schöne Brünette nur so von Komplimenten überhäuft. Wow, ich liebe das Kleid, die Farbe sieht toll aus. Mama Mia! Und wunderschön sind da nur einige der begeisterten Reaktionen der Fans. Na, da können wir nur zustimmen. Anna ist in diesem Traumkleid sicherlich der Star der heimischen Weihnachtsfeier.